Die FDP ist das politische Comeback des Jahres. Noch im Januar stand die Partei in Umfragen nur knapp über der 5%-Hürde. Aktuell aber würden schon rund 13% der Deutschen bei der Bundestagswahl im Herbst für die Liberalen stimmen. Oh yeah. Also ich persönlich finde diesen Wandel echt spannend, weil bis vor kurzem viele dem Parteichef Christian Lindner diesen einen Satz immer noch ziemlich übel genommen haben. Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das war 2017. Damals platzte die Jamaika-Koalition mit der Union und den Grünen und die FDP ging in die Opposition. Jetzt aber haben wir das Jahr 2021 und der gleiche Mann klingt ganz anders. Ich war niemals motivierter als jetzt, die FDP zurückzuführen in die Gestaltungsverantwortung für dieses Land. Tja, und wie genau die FDP unser Land gestalten will, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hi, ich bin Max, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Wirtschaft. Mit einem ganz konkreten Blick auf das frisch verabschiedete Parteiprogramm der Freien Demokraten. Nie gab es mehr zu tun. So lautet der Titel und es ist genau 76 Seiten lang. Keine Sorge, die schauen wir uns jetzt nicht alle einzeln an. Stattdessen will ich euch eine Zusammenfassung zeigen mit den für uns zentralen Forderungen. Und dabei fokussieren wir uns natürlich auf das wichtigste Thema der FDP. Welches ist das nochmal, Herr Lindner? Es ist die Marktwirtschaft. Genau. Natürlich hat die Partei auch Vorschläge zu Europa, Migration, Außen- und Sicherheitspolitik oder Gesundheit im Programm. Aber im Kern stehen nun mal niedrigere Steuern sowie mehr Markt und weniger Staat. Zum Beispiel beim Klimaschutz, beim Wohnen oder im Straßenverkehr. Ich fasse das Parteiprogramm in 4 Kapiteln zusammen und zeige euch konkret die Pläne, mit denen die FDP unser Land und unser Leben verändern will. Ihr sollt schließlich ganz genau erfahren, was Christian Lindner mit Deutschlands Wirtschaft und eurem Geld so vorhat. Beginnen wir dafür mal mit einem Klassiker der liberalen Politik. Steuern senken. Wenn Christian Lindner nach der Bundestagswahl im Herbst tatsächlich Wirtschaftsminister werden sollte, dann muss er sich an einem zentralen Versprechen messen lassen. Mit den Freien Demokraten in Regierungsverantwortung wird es keine Belastung, keine zusätzliche Steuerbelastung für die Einkommen der Beschäftigten und für diejenigen geben, die Verantwortung für Arbeitsplätze tragen. Okay, und was wollen Sie stattdessen? Entlastungen, Steuerentlastungen. Wir wollen sie entlasten. Danke, verstanden. Aber warum eigentlich? Die Antwort auf eine Wirtschaftskrise im Hochsteuerland Deutschland sollten nicht noch höhere Steuern sein. Hochsteuerland Deutschland. Ja, das stimmt, aber nur bedingt. Machen wir doch mal einen kurzen Faktencheck. Deutsche Unternehmen müssen rund 30% ihres Gewinns an den Staat abgeben. Das ist tatsächlich deutlich mehr als in den meisten anderen Industrieländern. Deshalb fordert die FDP in ihrem Wahlprogramm: Wir Freie Demokraten wollen die steuerliche Belastung von Unternehmen auf den OECD-Durchschnitt von rund 25% senken. Die OECD ist ein Zusammenschluss von wirtschaftlich starken Industrieländern und vergleicht jedes Jahr in einem Report nicht nur die Steuern für Unternehmen, sondern auch für die Beschäftigten. Und auch da steht Deutschland ziemlich weit oben. Als Single müsst ihr in Deutschland fast 40% eures Bruttoeinkommens abgeben. Für Steuern und für die Sozialversicherung. Damit sind wir die Nummer 1 in der OECD. Der Durchschnitt liegt bei knapp 25%. Wer nicht verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist, der hat in Deutschland vergleichsweise wenig Netto vom Brutto. Das ändert sich aber, sobald ihr eine Familie gründet. Dazu nochmal ein Blick in die Zahlen von der OECD. Wenn ihr verheiratet seid und 2 Kinder habt, aber nur ein Elternteil arbeitet, dann sinkt die Belastung aus Steuern und Abgaben auf unter 20%. Dafür sorgt das Ehegattensplitting. Wenn das eine Elternteil dann wieder Teilzeit arbeitet, müsst ihr knapp 30% eures Einkommens an den Staat abgeben. Das ist immer noch viel, aber im europäischen Vergleich liegen wir damit nicht mehr so extrem über dem Durchschnitt wie bei der Belastung für Singles. In jedem Fall will die FDP die Einkommensteuern senken. Und zwar für jene mit hohem Gehalt. Stimmt's, Herr Lindner? Ja, wir wollen an den Spitzensteuersatz ran und ihn verschieben. Dieser Vorschlag ist besonders spannend für all jene von euch, die mehr als 57.000 Euro im Jahr verdienen. Denn genau ab dieser Grenze greift der Spitzensteuersatz von 42%. Den zahlen aktuell mehrere Millionen Menschen in Deutschland. Und genau das will die FDP ändern. Der Spitzensteuersatz soll erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greifen. Also unterm Strich weniger Belastungen für eine ganze Menge Angestellte und alle Unternehmen. Klingt ja wirklich klasse, aber glauben Sie, dass Sie damit durchkommen, Herr Lindner? Bei uns können Sie sich sicher sein. Auf unser Wort ist Verlass. Das haben wir in den letzten Jahren gezeigt. Dazu muss man wissen, dass es nicht das erste Mal ist, dass die FDP Entlastungen fordert. Guido Westerwelle, der als FDP-Chef im Jahr 2009 das bisherige Rekordergebnis von fast 15% bei der Bundestagswahl erzielte, sagte damals im Wahlkampf: Wir wollen, dass insgesamt unser Steuersystem
niedriger, einfacher und gerechter wird. In der schwarz-gelben Regierung wurde da aber 0, nichts draus. Der Spiegel schrieb sogar von einem Märchen. Union und FDP hatten eine Steuerentlastung von insgesamt 24 Milliarden Euro jährlich versprochen. Doch als den Regenten angesichts der gigantischen Staatsverschuldung und des horrenden Haushaltslochs immer mulmiger wurde, strichen sie ihre Pläne zusammen. Damals machte also die Finanzkrise den Liberalen einen Strich durch ihre Steuerpläne. Und heute, naja, da ist ja schon wieder so eine Krise, wegen der sich Deutschland erneut gigantisch verschulden muss. Und zwar mit 480 Milliarden Euro. Der Staat ist also verdammt knapp bei Kasse. Doch als Reaktion darauf plant die FDP nicht nur niedrigere Steuern, sondern sogar noch mehr. Gezielte Entlastungen als Teil eines Belebungsprogramms. Tja, und mit diesem Programm sollen dann wirklich alle mehr Cash in den Tasche bekommen. Ein kurzer Blick auf die Vorschläge. Erstens. Solidaritätszuschlag wie versprochen komplett abschaffen. Zweitens. Wir Freie Demokraten wollen einen moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich primär auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentation konzentrieren soll. Dies wirkt sich dämpfend auf den Rundfunkbeitrag aus. Und drittens. Studierende sollen analog zum bisherigen Kindergeld bzw. Freibetrag der Eltern einen monatlichen Sockelbetrag von 200 Euro erhalten. Wow, also kein Soli mehr, den ja alle von euch aktuell noch zahlen müssen, wenn ihr Aktien mit Gewinn verkauft, weniger Rundfunkbeitrag und Taschengeld für Studis. Also für mich klingt das alles so ein bisschen wie in dieser schönen alten Werbung. Was Spannendes und was zum Spielen und Schokolade. Spaß beiseite, die Vorschläge klingen ja echt gut. Also mehr Netto vom Brutto für alle Unternehmen und so ziemlich alle Menschen in Deutschland. Ich frage mich nur, wo soll das ganze Geld denn herkommen? Und damit kommen wir zu Kapitel 2. Markt statt Staat. Würde die FDP von heute auf morgen ihre ganzen Entlastungspläne umsetzen, dann würden dem Staat erstmal jede Menge Einnahmen fehlen. Aber wie wir gerade gesehen haben, hat ja genau dieser Staat aktuell wegen Corona sehr hohe Ausgaben. Und wer soll die denn mit den Plänen der Liberalen bezahlen? Auf diese Frage gab es eine spannende Antwort des FDP-Politikers Marco Buschmann, und zwar an der Talkshow Markus Lanz. Die einen sagen, die Steuern müssen steigen, die anderen die Verschuldung. Der Königsweg heißt Wirtschaftswachstum, weil wenn die Wirtschaft wächst, dann steigen die Staatseinnahmen, ohne dass die Steuersätze steigen müssen. Im Prinzip ist die Programmatik der FDP also eine Wette auf Wachstum. Vereinfacht gesagt, wenn sich die Unternehmen wieder schnell von der Krise erholen und dann mehr Gewinne machen und auch mehr davon einbehalten dürfen, dann können sie und ihre Beschäftigten wieder mehr investieren und auch konsumieren. Das wiederum würde höhere Steuereinnahmen bringen und so könnte der Staat aus sich heraus mehr Geld erwirtschaften. Theoretisch. Aber ist das realistisch, so ganz ohne neue Schulden? Weil wir auch in Zukunft einen handlungsfähigen Staat wollen, lehnen wir eine Aufweichung der Schuldenbremse ab. So sprach FDP-Generalsekretär Volker Wissing beim Bundesparteitag Mitte Mai. Aber sein Parteikollege Buschmann, der räumte dann wenige Wochen später in der Talkshow bei Markus Lanz ein. Wenn es einen Korridor von 2-3 Jahren gibt, wo man die Ausnahmeregelung der heute schon existierenden Schuldenbremse ziehen muss, dann reden wir da gerne drüber. Aber die FDP will ja nicht nur Schulden abbauen, sondern auch noch Geld investieren. Zum Beispiel in die Infrastruktur. Dazu heißt es im Wahlprogramm im feinsten Technokratendeutsch: Für alle Verkehrswege, von der Schiene über die Straße bis zum Radweg, muss der Aufwuchs der Investitionsmittel verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut werden. An anderer Stelle steht übrigens noch der Vorschlag, dass der Staat seine Anteile an Post und Telekom verkaufen soll, um Geld für die digitale Infrastruktur locker zu machen, damit wir endlich schnelles Internet ohne Funklöcher bekommen. Kurz zur Info, an der Telekom hält der Bund rund ein Drittel der Aktien, bei der Post ist es ungefähr ein Fünftel. Würde der Staat diese Aktienpakete zum aktuellen Marktwert verkaufen, dann läge der Erlös bei ungefähr 40 Milliarden Euro. In der Praxis ist sowas aber eher schwierig und die jährliche Dividende würde wegfallen, deswegen ist der Vorschlag ziemlich umstritten. Okay, kommen wir mal zu einem Zwischenfazit. Die FDP will mit niedrigeren Steuern und am liebsten ohne neue Schulden den Bundeshaushalt nach der Corona-Krise sanieren. In Sachen Gegenfinanzierung vertraut die Partei ganz auf die Kraft des Kapitalismus. Es ist die Marktwirtschaft, die Mittel bereitstellt, die wir danach investieren können in Digitalisierung und Klimaschutz. Klimaschutz, wichtiges Thema. Gut, dass Sie es ansprechen. Denn auch da hat die FDP einige marktwirtschaftliche Vorschläge parat, die im ganz großen Gegensatz zu den Grünen stehen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Klimaschutz ohne Verbote. Wer sich im Wahlkampf profilieren will, der braucht nicht nur Gleichgesinnte, sondern auch Gegner.
Der Lieblingsgegner der FDP, das sind die Grünen. Und das Top-Thema, mit dem sich Gelb von Grün absetzen will, das ist der Klimaschutz. Den wollen die Liberalen natürlich auch, aber nicht mit höheren CO2-Preisen. Wir Freien Demokraten wollen ein festes CO2-Limit über möglichst alle Branchen. Das ist übrigens Lydia Hüskens, Spitzenkandidatin der FDP in Sachsen-Anhalt. Statt einer staatlich vorgegebenen Strafe für den Ausstoß von Treibhausgasen will ihre Partei lieber ein festes Budget erreichen. Das gibt es in der EU schon, und zwar für Energieunternehmen und die Luftfahrt. Diesen sogenannten Emissionshandel, den wollen die Liberalen in Deutschland jetzt auch in anderen Sektoren einführen, und zwar so. Die Politik gibt vor, wie viel CO2 im Jahr ausgestoßen werden darf. Für den Ausstoß müssen Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer werden. Wer hingegen besonders viel CO2 spart, muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld. Falls ihr also euren Verbrenner noch eine ganze Weile weiterfahren wollt oder in einem Automobilunternehmen arbeitet, das noch nicht komplett auf Elektro umlenkt, dann hat Christian Lindner eine gute Nachricht für euch. Verbrennungsmotoren verbieten, wie Grüne und Herr Söder das wollen, das kann doch nicht die Lösung sein, einseitige technologische Entscheidungen zu treffen. Stattdessen will die FDP den Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral machen. Bisher ist der Einsatz aber umstritten und es gibt nur wenige Hersteller, die an der Entwicklung arbeiten. Ehrlich gesagt kein Wunder, denn die meisten von ihnen haben ja gerade erst Milliarden in Elektromobilität investiert. Damit die E-Autos in Massen auf die deutschen Straßen kommen, belohnt der Staat die Käuferinnen und Käufer. Wer sich ein Modell unter 40.000 Euro kauft, bekommt vom Bund 6.000 Euro geschenkt. Die Liberalen möchten diese Förderung abschaffen. Käme die FDP mit dieser Forderung durch, hättet ihr zum Beispiel beim Kauf eines VW ID.3 weniger netto vom Brutto. Günstiger dagegen soll es beim Fliegen werden. Wir Freie Demokraten wollen die Luftverkehrssteuer abschaffen. Auch dazu mal ein konkretes Beispiel. Hier seht ihr die Kosten für einen Flug Ende September von Frankfurt nach New York, hin und zurück mit der Lufthansa. Gesamtpreis 416 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Flugpreis, den Gebühren an die Flughäfen und die involvierten Länder und Steuern. Unter dem Kürzel OY finden wir auch die Luftverkehrsabgabe an den deutschen Staat. Wegen der langen Flugstrecke liegt sie hier beim höchsten Wert von 58,73 Euro. Genau diese Abgabe will die FDP abschaffen und würde diesen Flug damit fast 15% günstiger machen. Also fassen wir mal zusammen. Im Zentrum des gelben Klimaschutzes stehen Anreize und nicht Verbote. CO2-Limit statt CO2-Preis und keine staatliche Förderung von E-Autos. Ihr glaubt, mehr Gegenposition zu den Grünen geht kaum? Dann freut euch auf das letzte Kapitel. Immobilien und Aktien. Eines der wichtigsten Wahlkampfthemen wird wohl das Thema Wohnen werden. Wer mitregieren will, braucht eine Lösung gegen die explodierenden Mieten in deutschen Großstädten. Aus der linken Ecke kommt die Idee, Preise deckeln. Die FDP dagegen fordert: Wir Freie Demokraten wollen die Mietpreisbremse und den Mietendeckel abschaffen. Herr Lindner? Wir sehen auch die angespannten Wohnungsmärkte. Und? Aber die Anspannung, sie rührt doch daher, dass eine hohe Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft. Jetzt nur die Preisbildung durch einen Mietendeckel zu verhindern, das wird doch nur dazu führen, dass eher noch weniger investiert wird. Okay, also auch hier soll nicht der Staat, sondern der Markt die Preise regeln, und zwar am besten nach unten, wenn nämlich Unternehmen mehr Wohnungen bauen und damit das Angebot steigt. Die FDP will das erleichtern mit weniger Bürokratie und schnelleren Baugenehmigungen. Das eigentliche Ziel der Partei ist aber, dass die Mieterrepublik Deutschland zu einem Land voller Immobilieneigentümer wird, die am Ende ihres Berufslebens im abbezahlten Eigenheim leben. Dazu wollen wir bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro für natürliche Personen einführen. Das wäre in der Tat eine ziemliche Ersparnis. Dazu mal ein konkretes Beispiel. Je nach Bundesland müsst ihr bis zu 6,5% des Kaufpreises von einem Haus oder einer Wohnung an den Staat überweisen. Hier bei uns in NRW sind das bei einer Immobilie im Wert von 400.000 Euro ganze 26.000 Euro. Die würdet ihr dann mit diesem FDP-Vorschlag einsparen. Soweit zum Wohnen. Kommen wir zum Schluss noch zu Aktien, ein Thema, das ja viele Deutsche seit Corona immer mehr begeistert. Aktuell gibt es in Deutschland mehr als 12 Millionen Aktionärinnen und Aktionäre. Vor allem in der jüngeren Zielgruppe ist der Anteil der Anleger stark gestiegen. Christian Lindner hat diesen hippen Trend natürlich sofort erkannt. Die Neo-Trader haben enorme Reichweiten erzielt, viele Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Und was halten Sie von dieser neuen Generation GameStop? Das ist eine gute Nachricht. Warum? Weil dadurch die Wirtschaftsnähe und die wirtschaftliche Kenntnis für viele steigt
und auch die Bereitschaft, etwas zur Seite zu legen. Erleichtern wir den Menschen das doch dadurch, dass beispielsweise bei dem Veräußerungsgewinn eines Wertpapiers nach einigen Jahren keine Steuer mehr anfällt. Aktuell ist es ja so, wenn ihr eine Aktie kauft und sie dann später mit einem höheren Kurs wieder verkauft, müsst ihr auf den Gewinn 25% Steuern zahlen. Die FDP will, dass ihr diese Steuern nur zahlen müsst, wenn ihr die Aktie weniger als 3 Jahre haltet. Danach würde der Gewinn ganz allein euch gehören. Wer seine Aktien also bis zur Rente halten möchte, für den steht dieser Vorschlag ziemlich hoch im Kurs. Apropos Aktien und Rente, einen Vorschlag hat die FDP noch, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Nämlich das Modell einer gesetzlichen Aktienrente. Hier orientiert sich die Partei an Schweden. Dort fließt nämlich ein kleiner Teil des Bruttoeinkommens der Bürgerinnen und Bürger automatisch in einen staatlich verwalteten Fonds. Und der legt dieses Geld in Aktien an, breit gestreut, versteht sich. Der Aktienfonds AP7 ist einer der größten Anlagefonds in Europa. Aktuell liegen da umgerechnet rund 70 Milliarden Euro im Pott. Alter Schwede, das sind 70.000 Euro pro Einwohner. Jipp. Und trotz aller Krisen entwickelt sich der Fonds prächtig. Seit 2010 hat sich der Wert mehr als vervierfacht. Und die Performance ist sogar noch deutlich stärker als beim vergleichbaren Mischfonds MSCI All Country World. Das will die FDP in Deutschland auch schaffen. Und zwar, indem 2% eures Bruttoeinkommens in einen Aktienfonds fließen. Die Idee ist, dass ihr und euer Unternehmen zwar weiterhin den gleichen Betrag in die Rentenversicherung zahlen, nur eben anders investiert, um dann am Ende mehr rauszubekommen. Okay, fassen wir mal zusammen. Die FDP hat sich eine Menge vorgenommen, um die Wirtschaft und alle Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Das zentrale Versprechen: niedrigere Steuern und mehr Netto vom Brutto. Immobilienkäufer und Aktionärinnen können sich über besonders viele Wahlgeschenke freuen. Und all das will die FDP vor allem mit Wirtschaftswachstum finanzieren und nicht mit neuen Schulden. Beim Klimaschutz und beim Wohnen, da setzen sich Lindners Leute komplett von den Grünen ab. Kein Mietendeckel, kein Verbrennerverbot, kein staatlich vorgegebener CO2-Preis, sondern lieber ein streng limitiertes Budget für Treibhausgase. Den Rest soll der Markt regeln. Spannend wird da natürlich die Frage, mit wem die FDP eine Regierung bilden will, wenn es für eine schwarz-gelbe Koalition mit CDU und CSU nicht reicht. Was meint ihr? Jamaika 2.0 oder eine Ampelkoalition? Und was haltet ihr eigentlich so grundsätzlich von dem Parteiprogramm der Freien Demokraten? Schreibt mir gerne eure Meinung hier in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf den digitalen Stammtisch mit euch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, um meine Arbeit als unabhängiger Journalist zu unterstützen. Und versprochen, wir werden uns bei weiteren Erklärvideos zu den anderen Parteien wiedersehen. Einverstanden, Herr Lindner? Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, macht's gut. Euer Max.